Diskussion über Steuervorteile für Ausländer eskaliert weiter. Einige sprechen von einer massiven Inländerdiskriminierung, die anderen sprechen von Neidreflexen oder von einer Kampfhaltung gegen alles, was Olaf Scholz anpackt. Ganz klar ist natürlich, nicht nur die Opposition aus Union und AfD nutzen das natürlich aus. Auch natürlich Experten sagen, das könnte den Betriebsfrieden in Unternehmen massiv stören. Als auch in der SPD ist hier enormer Widerstand vorhanden, wo man ganz klar sagen kann, die Autorität und die Macht des Bundeskanzlers schmilzt immer weiter dahin. Die Frage ist, ob hier nicht irgendwann das Joe Biden-Level erreicht ist. Und am Ende natürlich die Frage ist, wer macht hier eigentlich die Politik? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater und wir schauen uns immer mal wieder an, ja, wo dein starkes Brutto zu einem schwachen Netto wird. Und in diesem Fall geht es ja darum, dass jetzt ausländische Fachkräfte durchaus steuerlich begünstigt werden sollen im Vergleich zu inländischen Fachkräften, die natürlich hier schon länger arbeiten. Hauptsächlich ist ja das Modell so aufgebaut, dass man sagt, hey, an der Stelle 3 Jahre, wenn du hier bleibst, so ungefähr, dann kriegst du erstmal 30% Steuerrabatt, dann 20%, dann 10% Steuerrabatt. Und man muss sagen, so eine Regelung ist jetzt nicht neu, gibt es im Ausland schon länger. Jetzt ist es aber auch noch ein Thema, was viele natürlich nicht im Blick haben, dass es auch mittlerweile schon in der Vergangenheit Art Subventionen, Aufbauseminare oder sonstiges gab, wenn man zum Beispiel geflüchtete Menschen hier, sage ich mal, in Deutschland eingestellt hat. Dort haben viele immer schon gewisse Boni bekommen, da ist man immer gesagt, okay, unter diesen Bedingungen stelle ich die Person ein. Jetzt ist aber so, dass das Ganze nicht nur eine steuerliche Natur hat. Denn es gibt 2 Komponenten, die hier gerne immer vermischt werden. Zum einen sagt man, ja, wir brauchen Fachkräfte, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite natürlich hier schon die Frage, welche Fachkräfte braucht man überhaupt? Und vor allem auch natürlich der Punkt Nummer 2, warum nur für ausländische Fachkräfte das Ganze eröffnen. Denn was durchaus ein Punkt ist, der mitschwingt, was zum Beispiel auch viele Experten sagen, zum Beispiel, dass hier der Betriebsfrieden in vielen Unternehmen schlicht und ergreifend dann gefährdet ist. Auch wenn, wie gesagt, immer unter der Prämisse, dass natürlich Deutschland ein gewisses Wachstum braucht, man sagen muss, naja, wie ist es denn eigentlich, wenn zum Beispiel 2 Arbeitnehmer die gleiche Tätigkeit verrichten? Der eine bekommt aber netto 30% tendenziell mehr als derjenige, der hier daneben sitzt. Gleiche Tätigkeit, gleiche Verantwortung, komplett gleiche Fähigkeiten, alles identisch. Nur der eine hat keinen deutschen Pass. Man muss ganz klar sagen, dass das auch im Grunde ja Brandbeschleuniger ist für die aktuelle Debatte in Deutschland und vor allem auch den politischen Rechtsruck, der immer stärker stattfindet, wo man ganz klar sagen kann, die AfD als auch die Union haben diesen Ball im Grunde mit Freuden aufgenommen. Was ich durchaus natürlich auch spannend finde, ist eine Analyse hier von einem Experten, der auch ein Buch dazu geschrieben hat, das jetzt erschienen ist, wo man ganz klar sagt, es gibt 2 Kategorien von ausländischen Fachkräften. Einmal natürlich diejenigen, die Deutschland als Zwischenstation und natürlich da, sage ich mal, hier ja, am weiteren Weg könnte man sagen, Amerika, Schweiz oder sonstigen, wird wirklich ein Top-Länder sehen. Und da sagen, okay, die sind natürlich immer für steuerliche Anreize empfänglich. Die anderen hingegen, und das wären eigentlich die, auf die man sich konzentrieren müsste, sind diejenigen, die Deutschland dann als ihren langfristigen Lebensmittelpunkt sehen. Also es gibt die, wie ich schon in anderen Videos gesagt habe, die als Durchreiseland, als Transitland Deutschland sehen und sagen, hey, ja, da bin ich halt mal, bleib da 1, 2 Jahre, kann hier vielleicht noch Know-how aufbauen und dann gehe ich nach Amerika. Übrigens mittlerweile Standard. Andere sind, wie gesagt, die eigentlich mit die wichtigeren wären, die sagen, hey, Deutschland finde ich ein schönes Land, kann dort arbeiten und kann dort, sag ich mal, so was für eine Familie aufbauen. Das sind diejenigen, die auch dann langfristig über Generationen in Deutschland bleiben und sich auch integrieren wollen langfristig. Und für diese sind die Steuerrabatte irrelevant. Das sagt zum Beispiel auch der Experte hier. Und da ist natürlich so, dass es für die relevanter wäre. Kindergartenplätze, Wohnraum, Arbeitsplatzsicherheit und natürlich auch die allgemeine Sicherheit. Denn was durchaus ein Problem ist, ist ja, die allgemeine Sicherheit in Deutschland nimmt natürlich ab. Liegt natürlich vor allem auch an immer mehr Vorkommnissen, die aber jetzt natürlich auch medial immer mehr in den Vordergrund rücken. Und das Thema Wohnraum spürt jeder jeden Monat, wenn er im Grunde hier in der Miete ist. Das Ganze zeigt aber auch hier zum Beispiel laut einem Kommentar in der Vivo, wo zum Beispiel auch die Autorität des Bundeskanzlers weiter leiden muss.
Denn hier heißt es so, obwohl es kaum Details gab über das Treffen vergangenen Donnerstag, als sich hier die, sag ich mal, Koalition oder Opposition, man muss es immer, sag ich mal, relativ sehen, hier im Großen und Ganzen, sag ich mal, ja, gestritten haben, ist es durchaus so, dass die Maßnahme eigentlich von Habeck und Lindner kommt. Das ist ganz lustig, aber hier natürlich auch Olaf Scholz mit dabei unterschrieben hat. Und diese Kritik der SPD ist natürlich sofort enorm. Lustigerweise, ich habe von den Gewerkschaften hierzu noch nicht so viel gehört. Ich habe gerade noch mal versucht zu googeln, bevor ich dieses Video im Grunde erstellt habe. Aber da kam jetzt nur von der DGB. Das Einzige, wo man sich darüber aufgeregt hat, war dieser Mehrarbeitsbonus für Mitarbeiter. Das heißt, hey, wenn du mehr arbeitest, kriegst du steuerfrei etwas. Das war eigentlich, was man sagt, hey, das ist doch cool. Steuerfreies Arbeitgeld für Arbeitnehmer, das sollte man doch feiern. Nein, nicht so die Gewerkschaften. Frau Fahimi vorneweg. Zur Inländerdiskriminierung habe ich dort nichts gesehen. Wenn ich falsch liegen sollte, gerne Korrektur unten in der Kommentarspalte. Was aber spannend ist, und zwar, hier sagt man immer der SPD einen direkten Neidreflex voraus. Und zwar, der Kommentar, muss ich sagen, ist, ja, sag ich mal, ein bisschen kritisch, aber auch jetzt nicht so realistisch, denn hier heißt es, der Kern der Kritik erklärt sich aus den typischen Neidreflexen der SPD, die bei jeder steuerlichen Privilegierung gleich Verrat am sozialdemokratischen Gleichheitsgrundsatz wittern. Ja und nein, da muss man ganz klar sagen, wir hatten erst diese Woche den Steuerzahler-Gedenktag und das ist auch ja genau der Hintergrund, dass man sagt, ja, wir sind ja im internationalen Wettbewerb und eigentlich könnte man hergehen und nicht nur sagen, okay, Steuererleichterung jetzt nicht nur für bestimmte Gruppen, da geht es jetzt nicht um Reiche oder Sonstiges, sondern Steuererleichterung für alle. Und da ist es aber auch wieder so, dass dann plötzlich natürlich die SPD auf ihrem anderen Auge ein Problem sieht. Das heißt, der Neidreflex ist wahrscheinlich relativ. So, man hat Angst, dass man plötzlich natürlich hier an Sozialgeschenken und Ähnlichem natürlich hier in Probleme geraten könnte. Und gleichzeitig sagt auch natürlich hier über die Union, über Opposition wird dann gesagt, die Bevorzugung von Ausländern gegenüber den Deutschen wird beklagt. Ein konservativer Kampfreflex. Da muss man vorsichtig sein. Denn dieser Kampfreflex, der hier heraufbeschworen wird, ist eigentlich kein Kampfreflex im aktuellen politischen Umfeld. Hätte man das vor ein paar Jahren gesagt, bevor es die AfD gab, hätte ich gesagt, ganz klar, also ist kein Thema. Aber wir leben in einer politisch veränderten Zeit, in der auch steuerpolitische Maßnahmen, die jetzt ausländische Fachkräfte hier natürlich bevorzugen, wo man ganz klar sagen kann, und ich spreche hier nicht, wie gesagt, von den 2015ern, sondern ich spreche hier von den wirklichen Fachkräften, sage ich mal, Pflegefachkräften, die, sage ich mal, auch, ja, sage ich mal, technisch ausgebildet sind, dann so, also sprich wirklich Ingenieure, Chirurgen, Ärzte, Sonstiges, was im Grunde hier im Ausland ja auch gibt, wo man da ganz klar sagen muss, dort könnte man sich natürlich noch eine Scheibe davon abschneiden, aus dem Ausland auf gut Deutsch, nicht über die 2015er Fachkräfte. Das muss man ganz klar differenzieren. Also ich spreche von den echten Fachkräften. Und da ist es so, dass man sagt, okay, hier muss man aber ganz klar sagen, diesen Kampfreflex, der hier auch heraufbeschworen wird, geht ja durchaus auch daher, weil man sagt, ja, man muss aber auch sagen, es ist eine langfristige Bevorzugung von allen Steuerzahlern, wäre besser. Und das Ganze führt aber jetzt dazu, dass es hier auch durchaus gegensätzliche Meinungen gibt. So schreibt zum Beispiel hier auch die Zeit, das ist keine Steuererleichterung, sondern Schmerzensgeld. Und das finde ich relativ spannend in der Analyse hier, wo es dann heißt, hier um ausländische Fachkräfte anzulocken, will die Ampel nun Steuern senken, damit die Regierung Deutschland ist aus anderen Gründen unattraktiv. Ja, und da ist es wieder spannend, wo man ganz klar sagt, hey, es geht hier ja um gewisse Punkte, dass man sagt, hey, Inländerdiskriminierung ist eigentlich auch Gleichheitsgrundsatz. Aber die Frage ist halt an der Stelle, wie es dann heißt, ja, könnte man eigentlich an anderen Punkten ansetzen, wie zum Beispiel allgemeine Sicherheit. Weil ich sage mal so, ich habe vor kurzem ein Interview gehört, was heißt ein Interview, eine Unterhaltung gehört, Toni Kroos, Markus Lanz und Richard David Precht. Und da fand ich eine Aussage so spannend von Toni Kroos, die er wahrscheinlich nicht so direkt gesagt hat. Der hat es natürlich ein bisschen blumiger formuliert, als ich es jetzt kommentiere. Aber er hat gesagt, zu Markus Lanz, glaube ich, war die Frage dann, ja, weißt du, der Unterschied zwischen 2014 und heute ist ganz einfach, damals wäre er noch nach Deutschland gekommen, da ging es so um dieses Mindset in Deutschland auch, um diese gesamte Thematik, aber natürlich auch an der Stelle hier sagte er, er hätte zum Beispiel jetzt, wo er in Monaco, glaube ich, lebt er, Spanien, also wie gesagt, er sagt er natürlich, ja, da hat er jetzt keine Bedenken, seine Tochter, die jetzt dann auch jetzt bald irgendwie, glaube ich, 14 wird, oder ich weiß es nicht, bin da nicht so drin in dem Thema,
wie alt seine Kinder sind, hätte er weniger Bedenken, seine Kinder dort nachts, seine Mädchen, er hat zwei Mädchen, glaube ich, nachts unterwegs sein zu lassen, hier in Deutschland hingegen schon. Und dann merkt man schon, das ist ein Thema und das ist jetzt nicht mal ein Thema, wo man sagt, okay, das ist jetzt diese Kriminalität, die jetzt, sage ich mal, nur Deutsche trifft, wo man sagt, das ist so ein deutscher Reflex. Nein, auch natürlich, sage ich mal, Personen mit Migrationshintergrund werden natürlich auch nachts häufiger angegriffen. Muss natürlich hier natürlich auch ganz klar differenziert betrachten, aber das wird zum Problem. Jetzt habe ich gerade gesehen, habe nochmal schnell nebenbei einen Reload gemacht, also auch Frau Fahimi hat anscheinend jetzt doch erkannt, dass es hier an der Stelle ja, gesellschaftlicher Zündstoff sein könnte, wo man ganz klar sagt, hier geht es dann einfach um die Frage, ob das auch wiederum, und das ist das Spannende, verfassungsrechtlich überhaupt konform ist, denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass dieser Gleichbehandlungsgrundsatz am Ende natürlich auch hier vor dem Verfassungsgericht ganz Verstand halten muss und jeglicher Vorteil, den man sich heute erbaut, am Ende könnte man es ganz einfach machen. Grundfreibetrag rauf auf 36.000 Euro zum Beispiel. Das sind 3.000 Euro pro Monat. Abgaben, steuerfrei, alles was drunter ist. Und wer dann immer sagt, ja, aber die bekommen ja auch eine Leistung dafür, mit Blick auf Krankenversicherung, Pflegeversicherung, sonstiges, bla 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 bla, irgendwann im Alter, das ist schon irgendwo korrekt. Aber, und das darf man auch nicht vergessen, der Steuerzahler als solcher schießt ja immer auch noch Geld dazu. Und vor allem auch da muss man sagen, man muss nicht nur bei den Steuereinnahmen im Grunde aufpassen, sondern eben auch jetzt mittlerweile stark bei den Steuerausgaben. Und da kommen wir heute noch zum anderen Video, wo übrigens ja zum Beispiel auch die Jobcenter die neuen Maßnahmen richtig, richtig heftig feiern. Und da kann man ganz klar sagen, ja, das lohnt sich doch. Und wenn du weitere Kommentare dazu hast, schreib es uns unten in die Kommentarspalte.